Hallo und willkommen zurück zu Two Point Hospital. Beim letzten Mal haben wir uns wieder mehr um das Personal gekümmert, dass wir wieder ein paar Chirurgen an Land bekommen. Wir haben die Chirurgie hier oben in das neue Gebäude umgezogen. Und ja, jetzt steht noch immer das Problem mit diesen Warteschlangen hier in der Diagnose an. Es ist ja nicht so, dass ich nicht schon genug Leute hätte, die auf eine Behandlung warten. Aber das hier ein bisschen zu beschleunigen, würde, glaube ich, auch nicht schlecht tun. Dann stauen sich in der Behandlung die Warteschlangen auf. Und ich kann mal gucken, wie ich an der Stelle investiere, um dann noch schneller noch mehr Geld zu verdienen. Ja, klingt nach einem Plan, oder? Also, wir haben es mit einer Beförderung zu tun. Die winken wir einfach durch. Wir gucken einmal schön in die Zufriedenheit rein und in die Energie. Und zwar bei allen. So, Willi. Du machst jetzt ab jetzt erstmal nur noch Forschung. Weil für Allgemeinmedizin und Chirurgie haben wir schon genug Leute. Und in der Forschung ist es ein bisschen eng, würde ich sagen. Und deswegen, Poppy Zähne, du machst auch nur noch Forschung. Und dann wollen wir doch mal sehen, ob wir nicht hier mit unseren Forschungskampagnen mal ein bisschen flotter durchkommen. Weil noch momentan läuft eine Marketingkampagne oder eine Rekrutierungskampagne für Chirurgen. So bekomme ich gerade keine neuen Forscher angeboten. Deswegen gucken wir mal, dass wir das so geschaukelt bekommen. Willi, du kriegst natürlich noch ein bisschen mehr Kohle, ne? Jetzt mit deiner neuen Aufgabe. Und dann gehen wir nochmal zurück in die andere Übersicht. Willi, dich haben wir bedient. Jackie, was ist mit dir? Du willst auch mehr Kohle. Hier gibt es auch nochmal einen Zuschlag. Ich wollte dir gerade noch eine Pause anbieten, aber das geht nicht. Du machst dafür eine Pause. Personalenergie, wir sortieren nochmal danach. Forscher machen keine Pause, das geht jetzt nicht. Der Rob Spanner hat keine Energie mehr, der muss eine Pause machen. Und du, Jackie, du machst sie jetzt auch. Ist mir jetzt wurscht mit den Warteschlangen. Wir müssen ja auch gucken, dass es euch gut geht. Als Chef habe ich da ja auch eine Verantwortung, ne? So ist das. So, und wenn ich das hier gerade sehe, fehlt uns natürlich hier oben auch noch. Und zwar exakt hier. Es wird befördert, natürlich wird hier befördert. Umtöpfer 2. Umtöpfer. Hab ich doch schon in Auftrag gegeben, dachte ich, oder? Heidewitzka. Was war denn das für eine Einblendung? So, Belohnung 5000, 8 Ruf, 10k. Vielen Dank, Herr Jobsworth. Nehmen wir dankend an dieses kleine Geschenk. Wie lösen wir das hier? Ich meine, klar, noch ein... Eine Flüssigkeitsanalyse kann ich, glaube ich, hier noch daneben dengeln. Ist zwar unschön, aber geht. Machen wir einfach, ne? Read the Two Point Squabbler for all your local news. Two points of view. On all subjects. Because you decide what's true. Serving Two Point County. This is Two Point Radio. Forschung 3. Geht das jetzt? Es gibt keine Forschung 3? Ist das denn so? Es gibt keine Forschung 3, das wäre sehr schade.
Ausdauertraining. Dann machen wir Ausdauer und Motivation, oder? Und dann gucken wir mal, was kommt. Haben wir denn noch neue Chirurgen? Vermannt, inspiriert, das ist schon mal okay. Hungerlaunig wollen wir nicht. Mischwerk auch nicht. Lustig, geborener Mentor, positiv. So, ich weiß, das sind viel zu viele Chirurgen, aber wir werden das nachher noch schön aussortieren. Marketing 2 ist fertig. Sehr schön. 1 von 4 geheilt bei Herzensbrecher. Es war mir klar, dass das nicht funktioniert. Psychiatrie 3 haben wir auch fertig. Radiologe, was können wir mit dir denn noch machen? Da gibt es nichts weiter mehr, ne? Ja, ja. Hausmeister habe ich, glaube ich, genug. Also hier machen wir mal Chirurgie 2. Station 4, haben wir das schon im Angebot? Sehr schön. Haben wir doch bald die wichtigsten Sachen alle hier direkt. Du brauchst Instandhaltung. Oh, was ist denn hier noch? Moment. Marketing 2, was geht da noch? Marketing 3. Sehr schön. Und dann haben wir doch die Räume wieder sinnvoll belegt. So, hier wird wieder befördert. Und jetzt drücke ich mich immer noch vor der Entscheidung hier an dieser Front, oder? On the air with Ricky Hawthorne. Well, actually, wo ist das Problem hier in der Toilette schon wieder? You're just listening to me being on the air. You're listening to the air. Also. Ich muss hier umbauen. Ich will noch. Ups. Ja, machen wir schnell das Jahresende. Schön Weihnachtsfeier mit allen, gell? Das sieht doch geil aus. Also, was mir gerade durch den Kopf geisterte, ist, wenn ich das hier drüben reindenke und das Arztzimmer ein bisschen kleiner mache, dann passt der Pausenraum hier rüber. Dann kann ich das hier ein bisschen runterschieben und dann passt hier in der Tat noch ein zweites Röntgenstrahlengerät dabei da rein, ne? So, Zeitungsspender, Ständer. Fangen wir so an. Das ist dann aber auch echt lächerlich hier. So, ja, ich muss weiterkommen. Alles klar. Dich ziehen wir in diese Richtung hier. Die Bank kommt mal weg. Und die Fenster kommen wieder hin. So, das ist hier Eingriff am offenen Herzen, was ich hier mache. Mitten im Betrieb. Aber da kenne ich nichts. Ich mache ihn ein bisschen breiter.
Den Platz habe ich jetzt. Der hier wird leider... Herr Doktor, es tut mir sehr leid, dass ich Ihnen das mitteilen muss. Ein bisschen kleiner. Tauschen Bücherregal gegen Tür. Also bauen das erstmal ab. Ich meine, ist es ein bisschen schwierig hier, ne? Fenster auch weg. Okay, fangen wir nochmal von vorne an. Tür hin. Fenster ist da. Bücherregal kommt wieder rein. So, schnell mal hier unten schauen. Beförderung, Schildkrötensyndrom, Strecksaal. Ja. Und was wollen wir hier? Befördere 3 Mitarbeiter, das kriegen wir auch hin. Ganz easy. So, und Röntgengerät, bitte. Nein, doch nicht so. Haben wir es doch alles reingebastelt bekommen, ne? Nelly, wo bist du? Du das, Nelly? Du bist doch da, wo du sein sollst. George, Chefhausmeister, unterbezahlt, sehr hungrig, sehr durstig. Wo bist du? Ich sehe dich nicht. Oh, das ist aber wirklich lächerlich wenig Geld, George, mein Lieber. Oh, den müssen wir halten, ne? Und du darfst sofort eine Pause machen. Ja, natürlich, George. Du darfst alles. So, Mitarbeiterheilung für die 3 Sterne läuft. 50 Patienten in Chirurgie läuft. Heilungsrate, da müssen wir noch ran, gell? Warteschlange ist wieder kleiner geworden hier. Der Raum wird nochmal kopiert. So, was wollten wir noch machen? Ne? Wir haben in den Kommentaren noch drüber geredet. Vielleicht hier mal einen Zimmerbrunnen hinzustellen. Großen Brunnen? Einen großen Brunnen. Doch viel lieber. Dann brauche ich keine Joker mehr. Räumen wir hier nochmal den ganzen Kram mit den Heizkörpern wieder auf. Das ist ja auch alles gerade nicht ganz so schön. Der Geschenkeladen, der kommt jetzt auch mal hier. Hier hin, das muss mal reichen. So, diese ganzen kleinen Heizkörperchen mal weg. Hier oben könnte man noch einen Kaffee hinsetzen, oder? Hier kommt mal ein Stück zur Seite. Ja, und du kannst dir deine Zeitung von hier holen. So, der Herzraser. Das hat nicht funktioniert. Na gut. Wenn gerade schon jemand da ist, ne? So, wir waren beim großen Brunnen stehen geblieben. Der schafft natürlich Ambiente, das ist unglaublich, ne? So, die Joker kann weg.
Die dann auch. The sun is out again. It may be obscured by dark clouds, but I'm pretty sure. Mülleimer, ja, der bleibt da stehen. And really, just think of the marvel that is the sun. Every single day, without fail, it shows up to light up our streets, warm our faces, burn our ants. And let's not forget about air. Where would we be without that? Stay tuned for the traffic report. So, Megascanner, zweimal upgraden bitte. Perfekt. Wir fördern. Forschung ist abgeschlossen, das war der Megascanner, perfekt. Und was machen wir als nächstes? Entwesungsanlage haben wir nicht, Spritzehaus haben wir nicht. Megascanner, Strecksaal, Röntgenstrahlröhre, ob. Forschung 3. Und danach machen wir das andere. Okay. Einmal die Prioritäten nochmal umgeändert. Warteschlange 2 geht. Hier sind keine mega langen Warteschlangen. Alles gut. Wir bauen mal ein Café. Wir wollen ein bisschen Ambiente hier reinbringen in den ganzen Puff. Das ist ein bisschen groß. Das ist ein bisschen groß, Matze. So reicht auch, ne? Bitte? Das war jetzt nix. Wie kriege ich dich jetzt wieder weg, du blödes Ding? Du kommst wahrscheinlich eh gleich ins Café rein, würde ich sagen. Also. Heizkörper kommt wieder weg. Gerade neu gebaut. Da kommt eine Tür. Dein Café braucht eine Tür, sonst geht das nicht. So, dreimal sitzen bitte. Das Café an sich. Und hier kommen natürlich die Läden alle rein. Komm, nehme gerade dich. Das richtig rum? Ja. Geschenkeladen. Zeitschriftenstand. Eine Heizung. Da reicht die mittlere. Ein bisschen Blumen, hä? Da, wo sie niemanden stören. Eieiei, ich kümmere mich gleich um euch. Ja, ja, alles gut. Eine normale Abfalltonne. Und diese spezielle hier. Und dann sollte das doch gehen, oder? Café ist eröffnet. Beförderung, ja, natürlich. So, das haben wir erledigt. War nicht schwer. Time for all the latest news around the county. Well, would you look at that? Seems nothing at all has happened. Ist das schön hier, oder? Ah, well, you know what they say. No news is good news. Doctor required to run mega scanner. Wo steht denn ihr alle an? Aus Versehen abgegradet. Haben wir irgendwo Warteschlangenprobleme? Das interessiert mich jetzt natürlich am allermeisten. Nein. Das ist doch schon mal gut. So, Heizung bauen wir jetzt um. Maintenance announcement. Toilets need routine servicing. Gibt jetzt nur noch einen großen. Schön in die Mitte rein. Und? Ja, perfekt. Machen wir hier noch einen. Hier vorne noch einen. Und jetzt kommen alle anderen weg. So, jetzt habe ich nicht gesehen, was kann upgegradet werden. Easy Scan, war er das?
jeden Fall geht. Der könnte mal repariert werden. Der Sauger läuft. Der Spritzmeister auch. Hier ist alles gut. Da ist alles gut. Ausbildung ist schon wieder alles leer. Das ist unglaublich. Wie viel Zeit ich mittlerweile damit verbringe, hier mein perfektes Personal zusammenzuschustern. So, Behandlung 2. Ist noch jemand dabei? Nee. Was machen wir noch? Diagnostik 4. Yo. Sehr schön. Kriegen wir noch einen Radiologen. Genau. Das ist doch schön. Jemand, der nur Radiologie macht. Dann können wir hier Allison und sowas mal loswerden demnächst. Forschung 2. Wer kann das noch machen? Nee. Willi, sorry. Wir beide, wir werden uns nicht mehr einig hier in diesem Leben. Allgemeinmedizin 4 ist immer noch mal sehr geil. Vivian, ja komm, hopp, jetzt, was soll's. Sondermeldungen, 3 von 7, das ist natürlich jetzt scheiße gelaufen. Warteschlange 5, 4, 3, 4, 5. Also es ist überschaubar von den Warteschlangen. Ist mir egal, ob du eine Zeitung willst, das Ding kommt am Rand. So. Jetzt sind schon wieder 4 Heizkörper hier für etwas, was einer könnte. You're listening to Rookie Hawthorne on 2-Point Radio. We've had a bit of excitement in the studio today. Ja, machen wir. Squirrel came in off the street. Ist mir nicht so wichtig, dass hier hinten die Ecke jetzt nicht so ganz warm ist. After we chased him out, we found he'd taken an album out of its sleeve. So here it is, the squirrel's favorite record. Patients should seem less sick and more cured during the health inspector's visit. Okay, also. Geld wollen sie alle haben. Notfallchirurgie, 6 Leute mit Floppy-Scheiben. Das bringt natürlich richtig Kohle, gell? Da sollten wir oben mal gucken, dass das auch wirklich alles funktioniert. So, den Heizkörper setzen wir nochmal neu. Oh, die stehen alle falsch rumgedreht, ne? Ich will auch den Heizkörper da hinsetzen. Jetzt. Wie verteilt ihr euch bitte? Hier kein VIP. Hier jetzt 3. Das ist natürlich ein bisschen unfair, ne? Aber gut, da oben ist kein Personal und hier 3. Mir fehlt tatsächlich mal wieder jemand an der Krankenpflegerfront. Und zwar jemand mit Behandlung. Gucken wir uns nochmal die Zuweisung bei den Krankenpflegern an.
Ja, die mit Behandlung, die müssen natürlich auch in die Chirurgie dürfen. Dafür würde ich dich mal lieber rausnehmen. Und du konzentrierst dich mal nur auf die Spritzen. Station. Macht jetzt hier nicht so viel Sinn. Die habe ich auch so ein bisschen wieder schleifen lassen hier, ne? Meine guten Leute hier. So, ein Radiologe. Das ist doch schön. Forschung 3 haben wir es doch jetzt. Bitteschön. Marketing. Ich gucke jetzt erstmal, also Forscher müssen wir natürlich nicht mehr rekrutieren. Ich gucke jetzt nochmal nach meinen Heilungsraten. Nee, wir machen einfach Chirurgie. So. Kampagne Chirurgie. Hopp, weil das brauchen wir für den Stern. Müssen wir noch besser werden. 90 Tage ohne Todesfall. Komm, nee, das kostet mich Ruf. Forschung 3 haben wir. Notfallchirurgie. 5 Patienten mit Lendenverzerrung. Das wird eine Herausforderung. Aber ich probiere es. Ich brauche die einfach für den Stern. Und ich brauche Weiterbildung für den letzten Stern. Jumbo Security Systems. We'll fill your house with cameras, watch your every move. Hello. Hey, buddy. And even recommend what products to buy based on your behavior. This is great. Jumbo. We spy because we care. So, Inspektor, wo bist du? More 2 Point. More often. This is 2 Point Radio. Das ist noch okay hier. Lendenverzerrung. Neue Krankheit. Unsere Ärzte haben eine neue Krankheit entdeckt. Die Lendenverzerrung. Ein sehr bedauernswertes Leiden, das man mit eigenen Augen sehen muss, um es zu glauben. Nur leider kann man es dann nicht mehr vergessen. Also am besten nicht ansehen. Wirklich. Ich will es sehen. Bin hart im Nehmen. Ich will es sehen. Kopfscheiben. Lendenverzerrung. So, was ist da jetzt so schlimm dran? Wir brauchen Bänke. So, also langweilig ist euch auch nicht, das gefällt mir gut. Ihr kriegt doch noch, komm Leute, hopp. Einfach weil ich's hab. Und weil's geht. Lieber den hier. Genau. Was ist los mit dem Chirurgen? Psychiater? Macht Pause. Arbeitet in Psychiatrie. Das sieht anders aus, würde ich sagen. Geh sofort an deinen Arbeitsplatz. Hopp, hopp, hopp. Ich glaube, ich werde wahnsinnig. Was ist das denn hier? Oh, die Warteschlangen, die sind vorhanden und relevant, ja. Also, dann machen wir doch Stresstest.
Wo passt noch eine Aufnahme hin? Machen wir so. Bungle Meditech is in the news today after claiming they found a cure. Bring das alles jetzt mal schön durcheinander. All it requires is replacing 99% of one's blood with newt blood. The company hopes to start trailing the procedure early next year. So. Nicht schön. Aber durchaus selten. Dafür stellen wir aber nochmal jemanden ein. Dich nicht. Inspiriert positiv, Mentor, alles gut. Du bist dabei, Hannibal. Weiterbildung. Ja, du kriegst eine Psychiatrie noch obendrauf. Das macht jemand externes, weil ich habe gerade zu wenig Psychiater. Es tut mir leid. Nochmal befördern. Hier wird befördert. Es gibt Belohnung, Notfallchirurgie. 4 Leute mit Rückenstrebe. Oh, hey. Ob ich mich da jetzt nicht überfordere? Aber ich brauche das. Ich brauche das, Leute. Ich glaube, das ist das Ergebnis meiner Kampagne hier, oder? Forschung 3 ist fertig. Perfekt. So, Chirurgie 2. Machen wir mal und gucken, ob noch jemand mit rein kann. Ja, aber dich will ich da nicht drin haben. Tut mir leid. Ausbilder. Und hier läuft was, ne? Nö. Sieht nur so aus. Aha. Das geht wahrscheinlich nicht, weil der Einzige, der das machen kann, gerade selbst einen Kurs gibt, oder? So, wie weit sind wir weg von den 3 Sternen? 28 von 50. Tja, also wir sind ja schon wieder rein, was die Zeit angeht, am Folgenende angekommen. Ich habe aber irgendwie Bock, eigentlich noch ein bisschen weiterzumachen. Und würde gerne noch eine Allgemeinmedizin hier bauen. Die Psychiatrie, die kann mal hier hinten in die Ecke rein. Ich würde halt gerne den 3. Stern noch irgendwie bekommen. Und ich habe gerade nicht unbedingt die Lust, sage ich ganz ehrlich, noch ein Video zu machen, nur um diese 3 Balken hier noch hochzubekommen. Aber das mit der Heilungsrate könnte in der Tat ein bisschen komplizierter noch werden. Ja, nee, ich glaube, an der Heilungsrate werde ich scheitern, wenn ich jetzt hier noch ein paar Minuten laufen lasse. Deswegen würde ich einfach sagen, wir machen hier an der Stelle nochmal einen Cut und wir machen noch ein letztes Video zum Krankenhaus in Smogli. Und dann werden wir aber fertig und das dauert so lange, bis wir hier fertig haben, ne? Also, vielen Dank fürs Zuschauen und dieses nächste Video, das mache ich noch in der gleichen Aufnahmesession. Also, nur, dass ihr Bescheid wisst. Oh Gott, jetzt habe ich mich fast verlabert, ne? Vielen Dank und bis morgen dann, euer Matze.